Folge 45 von Total War Rome 2. Letztes Mal ging es ja relativ spontan und schnell vorbei, weil Nick das Spiel abgestürzt ist und wir dann einfach keine Lust mehr hatten, ob der technischen Probleme. Aber jetzt ist Nick wieder da, ich bin da, alles ist gut. Nick, hallo. Genau. Schön, dass Schön du wieder da da bist. Zu sein. Ja, der Angriff auf Norea ist auch erstmal abgebrochen. Ist abgeblasen vor allen Dingen. Das haben wir abgeblasen, ja. Das wird sich sicherlich jetzt auch wiederholen, also ich werde den Angriff schon noch führen. Aber vielleicht mit ein bisschen Verzögerung. Ja, ich guck gerade Das mal sieht ja eigentlich Norea, aus. wo das war, damit die Leute das wieder wissen. Da ist Norea. Da standen jetzt relativ viele Soldaten die ganze Zeit drin. Deswegen hat Nick das jetzt sich erstmal anders überlegt für ein, zwei Runden. Was sich nicht verändert hat, ist aber hier die Aufstellung der meiner Truppen. Also wir haben jetzt mussten jetzt, weil der Speicherstand gecrashed war, zwei, drei Runden nochmal spielen. Und jetzt stehe ich aber wieder vor der Tür von den Namneten. Hab in der Zeit schon wieder gefühlt 15 Mal mit denen Frieden und Krieg beschlossen. Und mir jedes Mal ein bisschen Geld auszahlen lassen. Die sind da immer relativ spendabel, die Jungs. Aber bevor ich die angreife, baue ich erstmal was, damit ich das nicht vergesse. Und zwar in Moridunum einen Schrein. Das muss ich nur gucken, welcher Schrein mir das meiste bringt. Aktuell steht da plus zwei öffentliche Ordnung drin. Das muss ich mal gucken. Ich kann... Plus 3 öffentliche Ordnung, bla, plus 2 öffentliche Ordnung, Rekrutierungskosten, Angriffsbonus, Wohlstand durch Landwirtschaft, das ist nicht schlecht. Habe ich da Landwirtschaft? Das ist ja die Frage. Barbarisches Dorf. Landwirtschaft ist dann das hellgelbe, ne? Ne, da habe ich keine Landwirtschaft in der. Das Grüne ist Landwirtschaft. Das Grüne ist Landwirtschaft, sicher? Ach ja, Das Reservoir hellgelbe Landwirtschaft. ist Das Versammlung. hellgelbe ist... Ach so, weil das mein eines Hellgelbes, was ich habe überhaupt nur in der Provinz, ist Bauernmarkt. Deswegen dachte ich an Landwirtschaft. Ach so. Ja. Okay, ja, dann habe ich da ja sogar Landwirtschaft. Wohlstand durch Vieh, das heißt, ich könnte da den Synergieeffekt nutzen. Zwei öffentliche Ordnung, was ist das hier? Plus vier öffentliche Ordnung, das ist natürlich auch ganz geil. Aber da kriege ich öffentliche Ordnung und Geld, also nehme ich, glaube ich, das. So. Denn, was viele nicht wussten, ich mag Geld. Und aktuell habe ich davon nicht sehr viel, das heißt, ich muss... Das merkt man aber nicht, dass du Geld magst, oder? So wenig, wie du davon hast. Ich möchte dich mal an die ersten 20 Runden dieses Spiels erinnern, wo ich dich die ganze Zeit mit dem Geld in den Arsch geschoben habe. So, jetzt kann ich mal gucken. Ah, ich brauche, glaube ich, keine Kriegsherrenaktion hier irgendwie machen, die sind nicht so stark. Und das war dann sein Todesurteil. Ja, du hast ja auch noch ein Schiff dabei. Genau, ich habe ja hier auch noch ein Schiff, das führe ich noch... Bewegung abbrechen, kann ich das Schiff noch ein bisschen näher an die Stadt ranziehen, genau, und jetzt der große Angriff auf Namnetum. Warum haben deine Generäle eigentlich beide so einen komischen Helm auf? Der sieht voll albern aus. Ja, die sehen halt so albern aus, was sie machen. Ja, so eben, so, du hilfst mir jetzt hier gefälligst, sonst bin ich sauer. Und so das große ich kann noch britannische nicht ablehnen, Reich, also. Na Gott sei Dank. So. Und Gefechtsausstellung sieht gut aus, automatischer Angriff, ich habe 2700 Mann, er hat knapp 1200. 1100? Nee, stimmt nicht, 2100, Entschuldigung. Ich hab 500 Mann mehr. So, verbleibende Streitkräfte 52%, das ist gar nicht mal so gut. Ich will das aber ehrlich gesagt auch gar nicht manuell machen. Aber ich muss wohl, oder? Ja, das nervt dich. 52% ist ja in Ordnung, oder? Ja, na gut. Dann 52%. Also ich meine, dann wartest du halt zwei Runden, bis ja, du ja. weiterkämpfst. Muss ich ja jetzt eh. Dafür, dass ich mich jetzt hier 40, 50, 100 Runden nur auf britannischem Boden aufgehalten habe, ist das schon okay. So, ja. Ich habe auch keine Trupps verloren. Also doch, ich habe Schiff. Oh, ich habe 5 Schiffe verloren. Na gut, aber die Schiffe sind ja alle nicht so stark oder wichtig oder so. Nee. Besetzen, ja, besetzen natürlich. Klar. Und Admiral ist aufgestiegen, hat zwar die meisten Schiffe verloren, aber ist erstmal aufgestiegen. Sehr schön, Glückwunsch. Tolle Leistung, groß, großer Mann. So, was hat der? Das ist ja nicht so gut, dann kriegt der jetzt hier Autorität, so. Schick. Dann kann er gleich mal hier Schiffe rekrutieren, dann gebe ich dem gleich mal... Ein Schiff mehr. Erstmal. Ja. Kann mir jetzt gerade nicht mehr leisten. So, was gibt's hier? Was verdiene ich? Ah, ich bin jetzt im Plus, ne? Geil.
Ein Oh, Einkommen, cool. ja, ich möchte es, wollte es nur mal gesagt haben. Einkommen von Damnetum ist 347, das heißt, zusammen mit meinen anderen Provinzen mache ich da tatsächlich jetzt mal wieder ein leichtes Plus. Das ist also gar nicht so schlimm. Na gut, dann kann ich dem auch noch ein zweites Schiff geben. Dann kriegt der jetzt, oh. Kriegt der jetzt gleich noch ein Schiff. So. Dann habe ich wieder 14. Sehr gut. Und die anderen haben auch alle nicht so viel verloren. Genau, da könnte ich jetzt noch die Leute alle aufrüsten. Das kostet mich 50 pro Mann, pro Nase. Kann ja mal die ersten zwei, drei aufrüsten. Ich habe ja ein Plus. Also kann ich ja mein Geld auch einfach ausgeben, was ich habe. So. Okay. Sehr schön. Und es bedeutet natürlich ein großer Erfolg. Darauf folgt das Rundenende, bekanntlich. Und Nick ist dran. So, was ist der Plan, solange Norea nicht in deinem Fokus liegt? Das ist die Frage. Ich will jetzt die Räder mal kurz fertig machen. Die Räter sind westlich, ne? Genau, Korea und so. Was wir letztes Mal gesehen hatten, war ja, dass die Räter, soweit ich mich erinnere, mit den Norikern sich zusammengeschlossen hatten zu so einer irgendwie irgendwas Allianz, ne? War das nicht so? Das Genau. haben die aber diesmal nicht gemacht. Also in unserer Aufholjagd auf den Speicherstand, der kaputt gegangen ist. Ja, stimmt, das haben sie tatsächlich nicht Das gemacht. haben sie überhaupt nicht gemacht. Das heißt, es ist noch einfacher, die zu besiegen, höchstwahrscheinlich, weil sie nicht so eng zusammenhängen. Ja. Ist doch eigentlich auch ganz schön. So, gucken wir mal, ob wir hier Vorräte vergiften. 95%, das sieht doch gut aus. Ob das was Gutes ist, weiß ich jetzt nicht. Ist ganz schön menschenverachtend, was du da machst, aber. Ist ja hier auch kein moralisches Spiel. Zumindest sollte es Genau. das nicht sein. Und dann greife ich mal A-Stufe 4. Kriegt er gleich nochmal ein Level ab. Hast aber auch nur eine Armee stehen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Aber immerhin eine Ja, das muss große, aber aber. reichen. Die haben ja so viel nicht. Nö, 7 Mann plus Dings. Wer steht da noch? Plus nochmal 7 Mann, 14 Mann plus Dings. Also auch eine 20er Armee in etwa. Ja. Plus vergiftete Vorräte, ja, könnte klappen. Na los, ran an die Buletten. Ja, ich will gerade Kommst auf du die überhaupt Fähigkeit durch mit dem drauf. Kriegsherrn, der da im Weg steht? Ja. Okay. Ja, ich komme da ran. Da weiß man ja immer nicht so. Manchmal stehen die auch im Weg, habe ich ja bei mir auf der Insel gesehen. Ach, guck mal. Ja, das sieht erstmal nicht so gut aus, Nee. aber ich habe sehr viele Ballisten dabei, also Das stimmt, du hast 5 wir Ballisten oder probieren das so. einfach. Genau. Genau, Also, und das letzte die Mal haben sind wir ja. 1400 Mann und ich habe 1100 Mann, also es geht eigentlich. Es geht. Wir haben das letzte Mal den Abbruch einer Schlacht gesehen durch Absturz. Aber diesmal gibt es wieder eine Schlacht, insofern. Ist ja, es geht euch ja nichts verloren. Oh, das sieht wirklich nicht gut aus. Zumindest auf den ersten Blick. Na, schauen wir doch mal. Wobei aber seine erste Armee, die ja zuerst da ist, gar nicht so groß ist. Ne? Also wenn du irgendwie Glück hast und die so ein bisschen Ja. kaputt machen kannst, bevor die anderen kommen, dann ist das Kräfteverhältnis ein ganz anderes plötzlich. Ja. Na, Aber schade, dass ihr. ich nicht in der Statt selbst Ja. kämpfe, weil dann bleiben die Einheiten ja aber in der Stadt drin, ne? Das Das stimmt, kennen das wir ja habe ich schon. auch gerade gedacht. Das ist blöd, dass das ein offenes Schlachtfeld ist, aber kannst du dir jetzt nicht aussuchen. Ja. Oh, Na, ich hoffe, Sauwetter. dass der Nebel nicht die Sicht und der Regen die Feuerbälle nicht beeinträchtigen. Genau das wird wahrscheinlich passieren, Nick. Zumindest nicht ganz So. unwahrscheinlich. Nein, ich wollte nicht die Herbandspeere einzeln greifen. So, das ist meine Gruppe, die sollte hier Genau, vorstehen. vor den Ballisten, wie wir das immer machen. Ja, Sehr die gehören gut. eigentlich auch noch dazu. So, machen wir das so nochmal. Die Bogenschützen stellen wir mal hier ganz oben auf den Hügel. Seitlich und dann sollte das irgendwie schon klappen. Noch sieht man aber nicht so richtig viel von irgendwelchen Sichtweitenverkürzungen oder so. Wenn man Nee. rauszoomt, sieht es eigentlich ganz gut aus. Also auf die Übersichtskarte. Vor allem siehst du davor noch die erste Einheit schon. Also ein kleines Stück noch vorrücken, dann kriegst du die Ballisten von denen auf Da jeden sie Fall. rücken Ah, vor. sie rücken vor, siehst du. Mensch, ist ja gut.
Kann sein, dass er schon einfach seit 10 Jahren hier immer diese 15 von 20 Mann nur bei seinen Ballisten hat. Oder habe ich nur das Gefühl, Ne. ich hab das, der hat auch immer eine Ballisteneinheit. Jedes Mal, wenn wir dem irgendwie Ja. begegnen, und der hat jedes Mal nur drei Viertel voll. Ich weiß nicht, ob es jetzt die gleiche ist oder ob die. Ist seltsam, ne? So, Vielleicht jetzt ist macht die er das auch Frage, mit wo sind jeder. die anderen? Gute Frage. Vielleicht verstecken die sich da im Schatten, rechts hinter dem Hügelkamm. Ein bisschen. Wenn man auf der Hm. Übersichtskarte rauszoomt, hast du da genau den Schatten durch, da wo seine Ballisten auch gerade sind. Ja. Schwierig. Na, wo bist du? Wo bist du, du kleines Schweinchen? Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Schieß auf sie, Feuer frei. Ja, Nicht machen schlecht, sie die kommen schon. aus dem Schatten raus. Das ist gar nicht so dumm. Aber das wird ihnen nichts nutzen. Die ersten Treffer haben sie schon einstecken müssen. Ja. Da schlagen die Amphoren über ihn ein. Sehr gut. So, hoffen wir mal, dass sie genug Krieger erledigen, bevor sie bei mir sind. Das wäre auf jeden Fall schön, dann könntest du die nämlich problemlos kaputt machen. Oh, das sind aber ganz schön viele. Alter. Also richtig viel haben sie noch nicht kaputt gemacht. Nee. Naja, ist halt immer blöd, so im Angriff erwischst du halt auch nicht so besonders viele. Ja. Von ein, zwei Einheiten hast du ein Drittel weg, aber. Ja, ich sehe hier oben im Osten wird's schwierig. Da hast du ja drei Einheiten, wo Fernkämpfer stehen. Die Männer Die wanken. werden bestimmt gleich niedergemetzelt. Ja, du kannst ihm so ein bisschen da hinten Oh, den so. Nachschub abschneiden. Genau. Genauso von hinten da die Unsere Einheit, die ist Männer schon recht fliehen gut vor der dezimiert, Schlacht. aber Das ist ein vorne, die schändliches sind alle noch Abenteuer. voll. Ja. Na gut, wenn es nicht klappt, dann ziehe ich mich mal wieder zurück. Das wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, sie greifen aber gerade deine Ballisten an, ne? Musst du aufpassen. Ja, ich weiß. Okay, deine. Unsere Komme ich Männer jetzt aber fliehen vor nicht, der aber. Schlacht. Das ist ein Scheiße. schändlicher Anblick. Die haben das Ja. ganz intelligent gemacht. Die haben das gar nicht doof gemacht. Sind direkt durchgerannt zu den Ballisten. Also ich würde Ja. abhauen, ganz ehrlich. Ja. Unsere Männer Flucht, fliehen Flucht, vor der Flucht. Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Flieht! Ja, lief jetzt nicht so Gar nicht so megamäßig pralle, überzeugend. ne. Ja. Also, wie wir schon oft festgestellt haben, eine Überlegenheit ist eine Überlegenheit. Ist eine Also, da kann Überlegenheit, ist eine man. Überlegenheit, ja. Gerade im offenen Feld. Ja. Na gut, da ist nicht mehr viel zu machen. Das war Nee. ein katastrophaler Reinfall. Ja. Hast auch nicht viele mitgenommen, also da kann man echt nicht schön reden. So gar nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, das sollen Das ist sie ja ein auch. bisschen ärgerlich. Das ist wirklich Na ärgerlich. komm, mach mal mit der Beschleunigung. Nochmal, hau rein. Aber sie verfolgen dich zumindest auch nicht bis zum Ende. Nett. Nett von ihnen. Oh, Ja. oh, oh. Ja, die Armee, die war einmal, möchte ich sagen. Hast aber nur eine Balliste verloren, soweit ich das sehe. Immerhin. Ja, mindestens zwei, würde ich sagen. Eher drei. Wie gesagt, also von den Dingern her sehen die so aus, als wäre nur eine komplett leer. Die anderen haben jeweils noch einen Mann, dann sind sie ja noch da. Ja, aber das reicht ja meistens nicht. Schauen wir mal. Na gut, ich habe jetzt zum Glück genug finanzielle Mittel, um die Armee neu aufzurüsten. Naja, drei Ballisten sind weg. Scheiße. 1500 Gold im Arsch. Schon allein dadurch. Nun ja. Gar nicht mal so geil. Nee. Hätte ich jetzt auch ehrlich nicht gedacht, dass das so schlecht ausgeht. Aber irgendwie sind wir ja Also. auch naiv. Wir lernen ja auch nicht wirklich dazu. Ständig probieren wir irgendwie Nee. Leute in Unterzahl anzugreifen und jedes Mal sagen wir danach, hätte ich nicht gedacht, dass das so schlecht ausgeht. Es geht jedes Mal schlecht aus, habe ich das Gefühl. Ja, Irgendwie blöd. das stimmt schon.
So. Es ist ja auch ein bisschen ein Anzeichen von Wahnsinn, ne? Dass man immer wieder dasselbe versucht und einen anderen Ausgang erwartet. War das Anderes nicht so? Ergebnis erwartet, ja. Ja. Ja, Ach, Nick, genau. du bist wohl ein bisschen verrückt. So, was machst du jetzt? So, jetzt rüste ich mal hier noch so ein bisschen die Städte auf, die Einheiten aus. Hier rekrutieren wir nochmal 1, 2, 3 Speerträger. Die stellen wir mal hier auch dazu, dann kann hier nichts passieren. Also von Norea bin ich jetzt, ne? Und verschiebt Ich Truppen. bin da, genau, ich bin da schon mal hingezoomt gerade. So, dann gucken wir mal hier. Militärpräsenz 5, Charaktere 3. Das heißt, die überleben jetzt auch ohne die Truppen hier drin. Das heißt, ich ziehe aus Kasoges mal die Truppen ab. Ach, Kasoges darf endlich armeelos sein, ja, das ist ja schön. Freuen sich die Ja, Leute hat in eine ganze Weile Kasoges. gedauert. Ja. Dann können wir hier nochmal drei Speerbrüder rekrutieren. Was Vermutlich machen wäre es auch denn? ganz gut, wenn ich in Lupferdum noch eine neue Armee aufstelle. Einen habe ich noch. Ja. Die Frisii kümmern sich gerade um die Trevera, da westlich von dir, also da so in Belgien und so, in der Ecke. Die Frisii werden auch langsam ganz schön stark, also da müssen wir uns gut stellen mit denen. Mit dem bin ich ja unglaublich gut gestellt, also da habe Unglaublich, ich also keine das, Angst. sowas kann sich schnell ändern, Nick, da muss man aufpassen. Nein, die Friesi sind zuverlässig. Gut. Hoffen wir es. Dann kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Der Beende Agent doch hier, dem einfach geht's doch mal die noch gut, Runde. oder? Dem geht's bestimmt super. Ja, ich kann hier noch die Vorräte vergiften. Einfach weil ich es kann. Bei Norea. Einfach mal Ja. Vorräte vergiften. Immer gut. Das zieht das vielleicht ein bisschen runter. Okay. Dann Sehr kriegt er mich schön. gleich noch eine Stufe. Und dann kann ich die Runde beenden. Super. Und wir beenden die Folge. Na, Bis zum nächsten ha, Mal. ha, ha, ha. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.